Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten aka Toto und dem Clan True Warriors. Wie ihr sicherlich wisst, spielen wir Dauer-Clan-Krieg und sind ganz aktuell in einem Krieg drin. Wir können sogar live gucken, wie unser Norman Sterne verliert oder Sterne gewinnt. Das wissen wir noch nicht. Aber der Gegner ist mal wieder... Ich will nicht sagen übermächtig, aber das, was mal wieder ganz stark auffällt, es sind einige Engineering Bases dabei. Es sind einige dabei, die gehen überhaupt nicht. Im unteren Teil macht es uns das natürlich eher leicht, aber im oberen Teil und was die Truppenfairness angeht, ist das Ganze hier so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, muss ich mal so sagen. Denn wir stehen im Moment 11 oder 12 Rathaus Elbern gegenüber. Wir haben selber 5 diesmal dabei. Die Elber sind dann nicht so wirklich gut, aber wie man eben gesehen hat, bei einem Kampf, habe ich zumindest eben gesehen, hat dann mal so ein Elber zwar ganz miese Lars, kein Adler, aber in der Mitte irgendwo Max Tesla stehen und dementsprechend kann man sich bei solchen Bases dann wirklich schwer tun. Aber der Gegner tut sich hoffentlich bei der Base von Norman auch schwer. Wir gucken mal, 45er Queen, 41er King, Ringbase. Mal sehen, ob der oder wie weit er kommt. Aber ich denke mal, die Bowler gehen hier richtig krass rum. Mal sehen, ob die noch mit Masse überbleiben und noch irgendwas in der Mitte geht. Aber ich denke mal... Da ist kein King mehr, kein Queen mehr. Die hat er vorher am Anfang schon verballert. Das haben wir nicht gesehen. Das wird hier nichts. Das wird ein Stern. Okay. 2 gegen 2. Das lässt so ein bisschen Hoffnung aufkeimen. Aber wenn wir uns von dem Gegner die 13 mal anschauen, dann werden wir sehen, das ist die 13. Also nicht missverstehen. Ich zeige euch jetzt die 13. Ja, das ist die 13. Und so sieht die 13 von den Truppen her aus. Viel besser als die 2. Ja, der wird wahrscheinlich dann oben noch den einen oder anderen Stern reißen. Aber den Rest machen dann im 9er Bereich 10er. Die 9er machen 8er. Und dementsprechend leicht tun wir uns natürlich hier. Also ich hatte heute mal geschaut. Ich glaube, bis zur 17 können wir alles easy peasy mit Drachen oder... Gulalun machen oder Farmlun oder was auch immer. Da sind die Bases wirklich eher schwach. Aber danach werden sie schon etwas stärker, beziehungsweise deren Truppen sind halt sehr, sehr stark. Das sieht man hieran, dass Donnerberger und Alex von einem Zehner gemacht wurden, der auf deren Höhe ist. Noch nicht mal auf deren Höhe. Ich glaube, es war der 14er. Alles drunter. Ja, und dementsprechend ist das wieder so verschissen. Anders kann man es gar nicht sagen, was einem hier widerfährt. Also das Ding wird eng, das kann ich so sagen. Also das wird jetzt nicht deutlich von denen, weil man hat es gerade gesehen, auch hier oben im oberen Bereich machen die mal einen Fehler, aber sie haben halt viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, wir haben hier, wenn man es mal rechnet, 2, 4, 6, 8, 10 Angriffe auf deren 11er Basis und da haben die hier schon 11 Stück stehen. Ja, wobei... die jetzt nicht unbedingt stark sein müssen. Also wenn ich mir jetzt meinen Gegner angucke, den ich später machen muss, der ist jetzt im ersten Hinblick nicht wirklich stark, aber immerhin eine 41er Queen da in der Mitte, die da lauert. Die Bases sind alle auf 3 Sternen ausgelegt. Das heißt Anti-3 Stern. 2 Sternen schafft man in der Regel irgendwo immer, weil das Rathaus irgendwo am Rand ist. Aber einen 3 Stern hier rauszuholen ist dann schon schwieriger und man möchte natürlich immer 3 Sterne haben, aber mal gucken. Ich wollte aber hier keine CK-Angriffe zeigen, das war jetzt eher
Zufall, dass Norman angegriffen wurde. Ich wollte eigentlich auch einen Farmangriff zeigen im Moment. Farm ich sehr, sehr schwach. Das liegt einfach daran, dass ich mit dem nächsten freien Bauarbeiter in 2 Stunden 56 nicht meine Queen machen werde, aber den werde ich vielleicht einfach liegen lassen, muss ich mal gucken. 10 Stunden läuft schon der nächste Bob aus. Ob ich nicht dann die Queen machen kann, vielleicht kann ich meine beiden Angriffe schon machen. Ich wollte aber mit meiner jetzigen Truppe mal angreifen. Das war die Truppe vom letzten Mal, wo ich über das Eck kam mit meiner Queen. Ich glaube, das ist mal so ein Gegner. Den können wir mal tatsächlich mit dieser Kombi mitnehmen. Und ich würde sagen, wir starten hier oben gleich bei der Queen. 40er Queen. Ist schon eine enge Kiste. Da müssen wir unsere Queen schon zünden. Aber jetzt ist die Queen schon mal weg. Also alles nicht so tragisch. Und das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Base hier. Muss man so sagen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Truppen herlaufen und ob er irgendwelche Clan-Truppen drin hat, die es zu vergiften gilt. Nein, er hat keine. Okay, das ist nicht schlecht. Die Verteidigung ist natürlich jetzt auch ganz gut. Jetzt kriegt meine Queen schon nett Beschuss hier. Dann muss ich sie kurz mal durchheilen und würde sagen, wir kommen über genau dieses Eck hier mit meinen anderen Truppen hier rein. Nämlich mit dem Bolan. So, dann haben wir ein paar Mauerbrecher am Start. Hier hauen wir noch die Hexen mit durch. Und dann gucken wir mal, wie wir hier rennen. Jetzt ist meine Queen natürlich schon in den Dutten, aber das ist nicht so tragisch. So, dann hauen wir hier nochmal einen Wut rein. Gucken wir mal, ob da jetzt ein paar Truppen irgendwie so in die Mitte gehen. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Walküren müssen eigentlich jetzt in die Mitte reinlaufen. Na, tun sie nicht. Oh mein Gott. Die rennen auch rum. Okay. Dann müssen wir hier, glaube ich, doch mal den Ernie hier frosten. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Und dann war das eher ein suboptimaler Angriff. Ja, ein bisschen viel Def für die Queen. Ist dann auch ein bisschen heftig. Aber es sind noch ein paar Valkyries da hinten am Start. Da ist noch ein Bowler, noch ein, zwei Valkyren und das war 56%. Okay, das ist zu wenig. Ja, das übe ich einfach nochmal. Aber ich denke mal, wir bauen hier jetzt eine fröhliche Bowler-Truppe nach mit 6 Heiler, vielen, 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 vielen Bowlern und ein paar Mauerheinis. Und dann gucken wir mal, ob wir die anderen Bases da nicht geknackt bekommen. Dafür brauche ich allerdings auch Zauber. Ah, das ist noch für die. Ah, das sind die Zauber, die ich gleich auch brauche. Okay, ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt mir mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr von diesen Engineering Bases haltet. Oder aber auch überhaupt dieses ganze Matchmaking bei Clash of Clans, denn die letzten Kriege wurden wir davon verschont. Ich meine, wenn man gegen einen fairen Gegner, der so 1:1, 1:2 ganz gut ausgeglichen ist, verliert oder gewinnt, dann ist das immer eine ganz, finde ich, ganz faire Sache. Aber wenn man das wieder sieht, das sind ganz klare Clans, die genau auf sowas ausgelegt sind und unser Clan-Gegner hat auch richtig viele Siege, hat den meisten Winstrike in Holland und dementsprechend werden die uns das Leben sicherlich schwer machen. Wir werden denen das Leben auch schwer machen. Aber das sehen wir unter Umständen in einer weiteren Folge, wenn es da heißt, der Toto clasht.